Bundesliga-Trainer Streich hetzt gegen AfD, Patrioten und politische Mitte. Ich zitiere aus dem aktuellen Kicker vom 28.12.23 zum Jahreswechsel aus diesem Interview mit dem Bundesliga-Trainer Christian Streich. Die Hetzer benennen in diesem Land. Mehr als 30% hat die AfD in manchen Regionen, aber 70% nicht. Wir müssen denen die Stirn bieten, und zwar rigoros. Ein Problem ist, wenn aus der sogenannten politischen Mitte Geschichten erzählt werden, dass Menschen, die auf der Flucht sind, denen es schrecklich geht, unsere Zahnärzte überlasten. Diese Leute, die sowas aussprechen, die sollten sich schämen. Die argumentieren wider besseren Wissens. Das ist hochgefährlich. Zitat Ende. Mein Name ist Dieter Jörg List. Ich spreche für den Sachsenkanal Sender Freie Sachsen und kann das so bestätigen, was hier steht. Die Leute, die sowas aussprechen, sollen sich schämen. Die argumentieren wirklich wieder im besseren Wissens. Und das ist wirklich hochgefährlich. Nur anders, als der Bundesliga-Trainer das meint. Denn der reißt diese Thematik, was die politische Mitte erzählt hat, dass die Zahnärzte überlastet sind durch die Geflüchteten, reißt er aus dem Zusammenhang heraus, beziehungsweise beachtet nur 3-4% des Gesamtzusammenhanges. Und das ist übrigens der Kicker hier, dass es jeder prüfen kann. Und der Gesamtzusammenhang ist der, dass wir müssen schon trennen, Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge. Aber insgesamt, egal was passiert mit dieser sogenannten Migration, viel zu viele Millionen hier einwandern, zum Teil die alleinstehenden Männer, zum Teil die Syrer, wo die Frauen dort gekämpft haben, hier nicht, die Männer hier nicht kämpfen, Ukraine, junge Männer hier sind, ein paar hunderttausend, die nicht in ihrem Heimatland kämpfen. Aber egal, wie wir das benennen, ob das Kriegs-, Wirtschaftsflüchtlinge sind, politische Flüchtlinge, egal. Unsere Sozialsysteme werden ausgeplündert. Und wenn das in Herrn Streich als Bundesliga-Trainer nicht weiß, so ist das sein Problem, aber er hat ja eine große Öffentlichkeit. Es gibt ja viele Fußballfans. Und das ist das Problem, dass das nicht beachtet wird, eben dass unsere Sozialsysteme geplündert werden und dass immer weniger fleißige Arbeitende immer mehr Nichtarbeitende versorgen müssen. Und das deutsche Volk hat das alles erwirtschaftet, also die arbeitenden Menschen. Und das gefährdet die Zukunft unserer Kinder und Enkel aufs Gröbste. Ich nenne das das Grönemeyer-Syndrom. Wenn eine Schere klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit oder zwischen Realität und Einbildung. Und hier ist es Propaganda und Glauben. Das heißt, der Streich, der Bundesliga-Trainer, weiß gar nicht wirklich, worüber er berichtet. Und das ist das Schlimme. Er reißt dieses aus dem Zusammenhang heraus und beachtet diese grundlegenden Dinge überhaupt nicht. Und das nenne ich eben das Grönemeyer-Syndrom. So geht das auch mit dem Musiker Herbert Grönemeyer, den ich Anfang der 80er Jahre geschätzt habe für seine Hymne Bochum und für seine Musik. Und der auch so gespalten auftritt. Also er wohnt in einer Luxusvilla in London. Die Kinder sind wohlbehütet in entsprechenden Internaten.
Und er propagiert was ganz anderes und er handelt aber wiederum anders. Und das ist symptomatisch für unsere Zeit und für unser Land. Und man könnte jetzt sagen, warum ich berichte ich drüber, weil das Sport ist und das ist Sportpolitik und es betrifft uns alle und weil die eben so eine große Öffentlichkeit haben. Ich bin selber Fußballfan seit 1964, habe meine erste WM war die WM 66 in England mit dem Vize-Weltmeistertitel, dem damals unglücklichen der deutschen Mannschaft. Ich bin FCK-Fan, also vom Fußballclub Karl-Marx-Stadt seit 1966. Habe das Meisterjahr erlebt als aktiver Fan und Zuschauer und den DDR-Liga-Abstieg und den DDR-Oberliga-Aufstieg und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Kleines Anliegen noch, ich habe 1969 einen Brief damals an Franz Beckenbauer geschrieben, auch als Fußballfan, als deutschlandweiter Fußballfan, der ist leider nicht beantwortet worden, weil ich da noch so naiv war, dass ich glaubte, dass die Post ankommt, beziehungsweise die Antwortpost nicht. Und hier schließt sich wieder der Kreis zu unserem Leben mit dem Tod vom Kaiser Franz. Das soll ein kurzes Statement sein. Ich lasse noch ein zweites folgen später. Glück auf aus Sachsen vom Sachsenkanal, senderfreies Sachsen. In dem Sinne.